Schau mal, Schlips, meine willkommen zurück zu einer Folge Bucky. Dieser Folge schon mit dem Hirsch und Arsch. Und wir haben uns fast schon dem Viertelfinale von Undertale genähert. Ja, je nachdem, wie weit wir heute kommen, je nachdem, wie ich mich anstelle, werde ich eventuell mehr als einmal sterben. Und bei diesem Tod kann es. Nee, nicht konnte es, kann es dazu kommen, sondern wird es dazu kommen, dass das Spiel abstürzt. Gewollt. Der Toby Fox ist da wirklich ein Genie bei dem, was er eingebaut hat. Jedenfalls habe ich im Hintergrund hier schon mal ein Bild eingestellt. Falls wir sterben, erschreckt euch nicht, das Bild ist etwas. Ich will eure Reaktion sehen. Ach ja, haben wir genug zu essen dabei? Hier, Items. Oh. Ja, wir sollten eventuell nochmal noch weiter nach unten. So. Der Elevator. Schade. Na gut, wir sind jetzt ja auf jeden Fall auf dem Weg zum nächsten Typen hier. Wir sind ja hier in der Hauptstadt. Wunderschön im Hintergrund, seht ihr ja. Es ist wirklich schön. Oh, ich liebe das Spiel einfach. Zu schade, dass es fast zu Ende ist. Ah ja, übrigens, hier in den letzten Episoden ist noch einiges passiert, worüber wir hier eventuell noch reden könnten. Denken wir mal an den Sans nach. Ja, genau. Der Sans hatte hier in dem Spiel ja gemeint, wir wären tot, wo wir gestanden hätten. Jetzt stell dich mal vor, wie gruselig hier Undertale gewesen wäre, wenn wir direkt aus der Ruine rausstolziert wären und er uns einfach gekillt hätte. Oh, im Hintergrund ist hier His Theme. Extrem schön. Jedenfalls, jetzt stell dich mal vor, was für einen Unterschied das einfach gemacht hätte. Dann gab's da noch eine Sache. Genau, hier bei den Checkpoints steht gar nichts mehr. Das heißt, wir haben nicht mal mehr hier irgendeine Determination. Wir sind nicht mehr entschlossen. Seitdem wir wissen, dass Escor oder wir sterben müssen. So, dann hier finden wir zwei gute Items. Die herzgeshapte Locket. Wie viel bringt uns das eigentlich hier Info? 15, das hat sogar noch weniger als das, was wir hier gerade anhaben, als die Tammy haben. Das ist krass. Aber das Dagger nehmen wir mit. Jetzt ist es soweit, Leute. So traurig das auch ist, wir werden jetzt gleich wirklich eine Waffe benutzen müssen. Also, das ist hier wirklich krass. So, die Herzlockets. Wobei, ne, komm. Nehmen wir mal hier als Glücksbringer mit hier Dimensional Box A. Wo habe ich das reingetan? Nee. Hardlock jetzt da. So, komm, dann haben wir noch was zu futtern. Cellphone, Dimensional Box B. Nein. Ey. Ja, hier haben wir noch was. Die Bandage. Ah ja, stimmt, die Bandage können wir jetzt auch nicht wieder einziehen, dort den Dialog zu bekommen von dem. Dann können wir die schon mal reinnehmen, um uns dann nochmal damit zu heilen. Das Abandoned Quiche. Ja, komm. Stand up from Tusker of Altitude. Ja, komm, das Norman Pies, das können wir auch noch fressen. Falls wir es nötig haben, schaffen wir das nicht, weil das sind hier schon so Sachen, die will ich nicht nehmen. Also, hier ist noch einiges, was... hier sind noch einige Dialoge, die wir machen können hier. Und noch einige Sachen, die wir sehen können. Eine lange Zeit zuvor fiel ein Menschenruin. Er wurde verwundet von seinem Fall und schrie vor Hilfe. Also ich hoffe mal, das war die richtige Stimme. So, jetzt haben wir den Schlüssel, konnten uns an den Schlüsselanhänger von unserem Handy tun. Trotz allem ist es, bist es immer noch du. Ja, ist schon interessant, was hier am Ende des Runs nochmal steht und was am Ende des, oder während des Genocide-Runs in den Spiegeln steht. Das können wir uns angucken. Es ist eine Trophäe. Nummer 1 Nasenkuschler-Champ 98. Es ist ein Kleiderschrank. Da sind oben drin Knopf-T-Shirts und ein pinker Hand. Oh, wie süß. Handgemachter Sweater, wo drauf steht Mr. Dead Guy. Oh. Es ist ein Büro. Da ist ein Santa Claus-Outfit drin. Oh. Es ist ein königlich großes Bett. Ich weiß nicht, was stand bei dem von Turiel. Ich glaube, Queen sized Bett. So, hier. Es ist Escors Tagebuch. Auf allen momentanen Seiten steht, es war heute ein schöner Tag. Das bringt's. So ein Tagebuch werde ich mir auch machen. Die Tinte ist immer noch nass. Übrigens, noch für den, der es nicht auffällt, das Haus hier sieht genauso aus wie das von Turiel. Ja, ihr könnt dreimal raten, warum. Ja, ich glaube, niemand muss hier mal sagen, welche beiden Leute mal ein Ehepaar waren. So. Staubige Spielzeuge. Es ist ein Familienfoto. Jeder lächelt. Es ist ein zwillingsgroßes Bett. Es sind eine Menge gestreifte T-Shirts drin. Ein weiches Bett.
Du liegst, wenn du dich dort drauflegst, kannst du nie mehr aufwachen. Ach du Schande, das war gruselig. Es ist ein Bild von einer goldenen Blume. Ja, sobald dieser Run hier absolut zu Ende ist, noch sind wir noch im. Oh, hier. Ezreal, der Sohn des Königs, hatte den Ruf des Menschen gehört. Er hat den Menschen zurück in die Burg gebracht. Ja, wir sind ja noch im Neutral Run und den müssen wir erstmal beenden, um überhaupt den True Pacifist Run machen zu können. Deshalb seht ihr auch beides und ja, es ist eine goldene Blume. Ach, das brauchen wir nicht wieder da anklicken, das ist immer derselbe Dialog. Deshalb, jo. Ich wundere, dass wir noch nicht das True Pacifist Ende bekommen. Wir sind aber auf dem Weg zum True Pacifist Run. Sieht aus wie Garden Tools. Da sind eine Menge Fotoalbums drin. Skizzenbücher, ein Buch, wie man Tee macht. Ja, bei Toriel war es ja Schneckenbücher. Die Kohle ist immer noch warm. Es ist ein großer Lesestuhl. Aber es sieht nicht so aus, als würden ihn irgendwer benutzen. Die Musik hier, die bringt einen echt zum Heulen. Über die Zeit. Da wurden Azrael und der Mensch wie Geschwister. Der König und die Königin haben das menschliche Kind wie deren eigenes behandelt. Der Untergrund war voller Hoffnung. Boah, die Modsmelz-Stimme. Hier noch ein Key, das wir in unseren Keychain tun können. Ah ja, das hatten wir schon bei der Tutorial. Es ist eine Mülltonne. Sie ist voll mit Rezepten über Butterscotch Pie. Oh, der Scoffer vermisst die Tutorial wirklich. Es sind Tweets. Howdy. Wartet, wir müssen jetzt gerade die Stimme nehmen. So, mal gerade überlegen. Howdy. Helf dir, wenn du Hilfe brauchst. Nee, helf dir selbst, wenn du was. Bedien dich selbst, wenn du was brauchst. Es ist weiß, das Fell. Also, ja, es weiß, das Fell im Abfluss. Also, auch hier lässt der arme Enying Doc den Escort nicht in Ruhe. Naja, Toby Fuchs kann es halt nicht lassen. Oh. Ja, der Kühlschrank ist voll mit ungeöffneten Containern mit Schnecken. Das heißt, mit anderen Worten, der Escort vermisst die Toril wirklich. Hat ja sogar ihr Lieblingsgericht drin, einfach nur als Erinnerung an sie. Warum muss das gerade was trinken? Innerhalb des Stino-Sides-Run werden wir noch die nähere Bedeutung dazu herausfinden, was die Toriel in ihrem Kühlschrank hat. So, dass die Kette entfernt. Während ihr wisst, was ich meine. Kaffee. Dann, eines Tages, wurde der Mensch sehr krank. Oh, es tut mir jetzt aber leid. Der kranke Mensch hatte nur eine Bitte. Er wollte die Blumen von seinem Dorf sehen. Aber es war nichts, was wir tun könnten. Oh, hier wird die Musik auch direkt trauriger. Der nächste Tag. Der nächste Tag. Der Mensch starb. Übrigens, oh, gleich. Ezreal, welcher sehr traurig war, hat die menschliche Seele absorbiert. Er wurde zu einem Wesen mit einer unglaublichen Macht. Noch ein kleiner Fun Fact, die Tamis sind nicht hier drin, weil sie nicht richtig Englisch sprechen können. Alle Monster können das zum Spaß, aber die Tamis sind halt deswegen nicht dabei. Mit der menschlichen Seele ist Ezreal durch Barriere gegangen. Er hatte den Körper des Menschen in den Sonnenaufgang gebracht. Zurück zu dem Dorf der Menschen. Ja, ich weiß, es stimmt nicht mehr ganz, wie ich es immer gedubbt habe. Und es wäre zu viel Arbeit nachzugucken. Ezreal hatte die Mitte des Dorfes erreicht. Dort hat er ein Bett aus goldenen Blumen gefunden. Er hatte den Menschen drauf getan. Ja, deshalb, ich weiß es jetzt nicht ganz. I'm sorry. Plötzlich kamen Schreie. Die Dorfbewohner sahen Ezreal, wie er den Körper des toten Menschen trug. Sie haben gedacht, er hätte das Kind getötet. Shirens Stimme weiß ich auch nicht mehr. Irgendwas Hohles auf jeden Fall. Der Mensch! Nee, die Menschen haben mit allen attackiert, was sie hatten. Er wurde zerstört, Schlag für Schlag. Ezreal hatte die Macht, sie alle zu töten. Ja, ich habe jetzt einfach die Stimme von dem Mad-Dummy genommen, weil die normalen Dummies oder der Dummy, der hatte die ja nicht. Deshalb habe ich das jetzt einfach so genommen. Aber Ezreal hat nicht zurückgekämpft.
Er hielt den Menschen fest umschlossen. Ezreal hat gelächelt und ist weggegangen. Boah, Magics Stimme hier passt überhaupt nicht. Verwundet ist Ezreal nach Hause gegangen. Er ist in die Burg reingegangen und kollabiert. Sein Staub verteilte sich über den kompletten Garten. Dann wurde das Königreich extrem verzweifelt. Der König und die Königin hatten zwei Kinder in einer Nacht verloren. Die Menschen haben wieder einmal alles von uns weggenommen. Okay, das war überhaupt nicht Whimsalots Stimme. Der König hatte entschieden, dass es Zeit war, unser Leid zu beenden. Jeder Mensch, welcher hier runterfällt, muss sterben. Mit genug Seelen könnten wir die Barriere für immer zerstören. Die Musik im Hintergrund. Es ist nicht mehr lange. Weniger Eskom wird uns gehen. Das sind zu viele Stimmen, sorry. Also ich kann versuchen, was ich will, ich kann mich nicht dreiteilen. Du solltest auch lächeln. Bist du nicht aufgeregt? Bist du nicht glücklich? Der erste NPC. Du wirst... Warte, die Stimme. Du wirst frei sein. Oh. Und selbst jetzt in dieser großen Masse, wie die Monster hier versammelt sind, weigern sie sich oder wollen uns einfach nicht umbringen. Was ich auch noch extremst interessant finde. Weil würden wir gegen all die gleichzeitig kämpfen, hätten bei Level 1 überhaupt keine Chance. Na gut, jetzt sind wir in einem goldenen Raum. Ich glaube, ihr wisst alle, was kommt. Und hier kommt, müssen wir jetzt etwas ausprobieren, das ich noch nie gemacht habe. Ich habe davon gelesen, dass es geht irgendwo. So, die Musik. Ich glaube, wir kennen alle die Form. So, also hast du es endlich geschafft. Das Ende deiner Reise ist nah. In ein paar Momenten wirst du den König treffen. Zusammen wirst du entscheiden, wie die Zukunft dieser Welt aussieht. So viel dazu. Nun wird über dich gerichtet. Über dich gerichtet wird für alles, was du getan hast. Über dich wird gerichtet für alle EXP, die du bekommen hast. So, und ich weiß nicht, ob ich schon mal gespoilert habe am Anfang des Spiels oder so, aber jetzt finden wir endlich die Abkürzungen heraus. Was EXP ist, es ist eine Abkürzung. Es steht für Execution Points. Oder auf Deutsch, wie ihr es vielleicht kennt, Tötungspunkte. Eine Möglichkeit herauszufinden, wie viel Schmerz du anderen hinzugefügt hast. Wenn du jemanden tötest, wird deine EXP steigen. Wenn du genug XP hast, wird deine Liebe steigen. Liebe ist ebenfalls eine Abkürzung. Es steht für Level der, für Level der Gewalt. Ja, also Level of Violence. Also der Toby Fox, der ist wirklich ein Genie, das muss man sagen. Eine Möglichkeit, mit der man herausfinden kann, wie sehr eine Person einer anderen wehtun kann. Je mehr du tötest, desto einfacher wird es für dich, dich selbst zu entfernen. Je mehr du dich von dir selbst entfernst, desto weniger wirst du verletzt, desto einfacher kannst du dich dazu bringen, andere zu verletzen. Aber du hast nie irgendwie eine Liebe bekommen, du hast nie Love bekommen. Natürlich heißt es nicht, dass du absolut unschuldig oder naiv bist. Einfach nur, dass du etwas Besonderes in deinem Herzen hast. Egal, was für schwierige Zeiten du gegenüberstandst, du hast dich immer dazu gebracht, das Richtige zu tun. Du hast dich geweigert, irgendwen umzubringen. Selbst wenn du wegrennen musstest, hast du es mit einem Lächeln getan. Du hast niemals etwas Love bekommen, aber dafür hast du Liebe bekommen. Macht das irgendeinen Sinn? Vielleicht. Vielleicht nicht. Okay. Nun, du wirst nun die größte Herausforderung deiner ganzen Reise gegenüberstehen. Deine Actions, deine Taten hier, werden entscheiden, wie die Zukunft der Welt aussieht. Wenn dich weigerst zu kämpfen, wird Ezreal deine Seele nehmen und die Menschheit vernichten. Aber wenn du Ezreal tötest und nach Hause gehst, werden die Monster im Untergrund gefangen bleiben. Was wirst du tun?
Nun, wenn ich du wäre, hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Vielleicht. Aber du gehst doch nicht so weit, um aufzugeben, oder? Das ist richtig. Du hast etwas, das sich Entschlossenheit nennt. Solange du dich daran festhältst, solange du tust, was in deinem Herzen ist, glaube ich, dass du das Richtige tun kannst. Alles klar. Wir zählen alle auf dich, Kind. Viel Glück. Jo, dann. An der Stelle cutte ich und restart das Spiel. Falls ich das jetzt richtig verstehe, muss ich das tun. Bis gleich. So, hier wäre ein Video, ja. Jetzt kommt der Sensei zum Vorschein. Ding, 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 ding. Ja, das ist Musik. Also hast du es verendlich geschafft. Das Ende deiner Reise ist nah. In ein paar Momenten wirst du den König treffen. Zusammen wirst du entscheiden, wie die Zukunft dieser Welt aussieht. So viel dazu. Nun wird über dich gerichtet. Über dich wird gerichtet für alles, was du getan hast. Über dich wird gerichtet für alle XP, die du bekommen hast. Was XP ist, ist eine Abkürzung. Wir überspringen das immer gerade, bis er zu der Stelle kommt, zu der wir wollen. So. Eine schöne Nationalhymne. Warte eine Sekunde. Dieser Blick in deinem Gesicht, während ich sprach. Du hast bereits gehört, was ich sagte, oder? Ich habe etwas in diese Richtung vermutet. Du benimmst dich immer, als ob du weißt, was passieren wird. Als ob du das alles schon mal gesehen hättest. Also, ich habe eine Bitte an dich. Ich habe ein geheimes Codewort, das nur ich weiß. Also, wenn es mir jemand sagt, dann muss es ein Zeitreisender sein. Verrückt, richtig? Nebenbei, hier ist es. Whisper, Whisper. Ich zähle auf dich, dass du hierher kommst und mir das Passwort sagst. See you later. Jo, dann, ich cutte nochmal. So, Leute, noch einmal. Sense. Ich bin bereit. Dann, ding, 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 ding. Also, du hast es endlich geschafft. Hä? Du hast was, das mir sagen muss? Was ein Codewort? Kannst du etwas lauter sprechen? Hast du einfach nur gesagt, ich bin ein dummer Du-Du-Hintern? Was? Wow, ich kann nicht glauben, dass du sowas wie das sagst. Nun, aber das ist komplett irrelevant. Nee, also es ist nicht nur extremst dumm, aber es ist auch nebenbei mein geheimes Codewort. Das, wie auch immer, ist nicht gut genug. Was du brauchst, ist das geheime Codewort. Es ist nur für Leute, welche das geheime Codewort wissen. Nebenbei, hier ist es. Oh Gott, die Augen wieder! Winter, Winter. Ich zähle auf dich, dass du herkommst und es mir erzählst. So, und dann cutten wir noch mal ein finales Mal. Ja, ich hoffe mal, wir haben jetzt das letzte Mal gecuttet. Das sollte jetzt hoffentlich genug sein. Also wie gesagt, ich hab's noch nie ausprobiert. Ich weiß aber, was uns das bringt. Soweit habe ich schon gelesen. Das ist das erste Mal, dass ich hier den Dialog sehe. So, also es ist endlich geschafft. Du hast etwas, was du mir sagen musst. Was? Ein Codewort? Kannst du etwas lauter sprechen? Hast du einfach nur gesagt? Oh Gott. Oh Gott. Ich bin der legendäre Furzmeister. Oh Gott, nee. Wow. Das ist, wirklich kindisch. Warum denkst du, dass das ein geheimes Codewort ist? Wer auch immer dir das gesagt hat, ist ein dreckiger Lügner. Was? Ich habe kein geheimes Codewort. Das ist so. Wie auch immer. Ich habe ein dreimal geheimes Codewort. Oh Gott. Welches du gerade einfach so gesagt hast.
Also, ich denke, du bist qualifiziert. Hier ist der Schlüssel zu meinem Zimmer. Es ist an der Zeit, dass du die Wahrheit lernst. Wenn, als du geguckt hast, war der Schlüssel bereits an deiner... an deinem Schlüsselanhänger. Ach du Schande. Okay, ich weiß jetzt womit... Okay. Sein Zimmer, das heißt, du müsst jetzt nach Snowden gehen. Also, bis gleich. Ah, Leute, das ist noch eines der Dialoge von der Bootreiterin, welche uns, welche ein Hinweis an Gäste sein könnten. Tralala. Verdammt. Backout, sorry. Ja, ja. Tralala. Behüte dich vor dem Mann, welcher aus einer anderen Welt kommt. Ja, diese Worte hier sind nur extremst indirekt an ihn gerichtet. Es wird nur vermutet, dass sie sich an ihn richten, weil die einen ähnlichen Satzbau haben, wie ein anderer Satz, der definitiv an Gäste gerichtet wird. Oder zu Gäste ist. Vielleicht bekommen wir den Satz demnächst noch. Ding, ding, ding. Falsche Richtung. So. Oh, ich liebe das Spiel. Erinnert euch noch hier dran, wo wir hier waren? Oh, wir stehen hier. Hey Punk, wie geht's dir? Etcha! Papyrus, wie kannst du nur so cool bleiben? Ich habe keine Haut. Und wieso stehen wir dann nicht beim Grillbeiß? Weil ich fast Food hasse. Aber du hast gar keinen Magen. Nein, aber ich habe Standards. So genius. Das Spiel einfach. Ich liebe es. So. Dann hier. Du hast die Tür entschlossen und gehst rein. Oh. Jetzt. Wo müssen wir hin? Also, das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier. Okay. Okay, das ist extremst. Hä? Hä? Hey, Sans. Hast du mein. Oh, hallo. Du bist gar nicht Sans. Warte eine Sekunde. Warum benutzt du mein Laufband in der Dunkelheit? Doch erst mal auf diese Idee kommen. Wasch, Sans, dich durch Zeit und Raum. Oh, ich muss jetzt erst mal wieder so. Ich hasse es, wenn er solche Sachen tut. Wie unerwachsen kann er sein? Jedenfalls, hast du meine Actionfiguren gesehen? Warte, ich weiß, wo du gucken musst. Das ist meine Sammlung. Yeah. Manchmal bin ich ein Genie. Die ganze Zeit. Das ist ein Laufband. Da ist eine Nachricht dran. Die Wahrheit ist, dass du besiegt wurdest, Nerd. Oh Gott, warum? Es scheint ein sich selbst erhaltener Tornado zu sein, welcher aus Müll gemacht ist. Sans, ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Es ist eine aufgebrauchte Matratze. Die Decken sind zusammengemacht in einen seltsamen, dreckigen Ball. Was ist das hier für ein Brief? Es ist ein Dankebrief. Er ist an Santa geschrieben. Oh, das ist interessant. In dem Ding ist ein Silber. Schlüssel, du tust ihn an den Keychain. Ja, ich weiß, wo wir damit hin müssen. Ist das erste Mal jetzt, dass ich einen Raum sehe, aber ich weiß, wo wir mit dem Keychain hin müssen. So. Ach, das hatten wir schon. Hier die Socke. Was ist das hier? Wir können da. Igitt! Es ist ein Haufen von. Oh Gott. Es ist ein Haufen von Sans dreckigen Socken. Skandalös?
Bitte lass uns hier verschwinden. Bitte. Okay, wartet, können wir jetzt... schalt jetzt das... okay. So. Hier, genau. Du hast die Tür geanlackt und bist reingegangen. Die Musik hier. Ich hab vergessen, wie das Theme heißt. Es ist eine seltsame Maschine, welche hinter einem Vorhang ist. Sie scheint kaputt zu sein. Steht hier was anderes? Nee, Na gut, das ist ein Hinweis auf eine Theory um Sans, die ich als Mother-Fan ganz am Ende des Spiels vorstellen werde, weil wir noch ein paar Sachen aus dem Geno-Side-Run brauchen. Achso, das ist It Rains Somewhere Else. So. Oder? Ja, ja, es ist. Es ist ein Fotoalbum in einem, Ding. Das sind Fotos von Sans mit einer Menge an Leuten, die du nicht erkennst. Das sieht glücklich aus. Du guckst in den... Warte, in die Schublade, genau so. Es ist eine Art Abzeichen. Blauzeichnungen. Du kannst die Symbole nicht sehen, die drauf sind. Oder vielleicht ist es einfach nur, eine schlechte Handschrift. Sieht aus, als wäre es also zu einer seltsamen Maschine. Blaupausen. Okay, wieder dasselbe. Ja, und das sind wichtige Hinweise auf... was zur Hölle? Egal, es sind jedenfalls Hinweise auf, das müssen wir nochmal überprüfen. Es sind jedenfalls Hinweise auf eine, wir müssen das nochmal anlocken. Okay, und jetzt nochmal. Fuck, egal. Jedenfalls, das sind noch Hinweise, die eine Fan-Theory extrem gut ernähren. Darum kommen wir später nochmal. Ich gehe jetzt erstmal zuerst aus Kessel zurück. Bis gleich. Und so, Leute. Wir sind jetzt wieder im Last Corridor. Wir nähern uns jetzt dem vorletzten Kampf des Neutral Runs. Dann. Straight forward. Ich musste kurz cutten, sorry. So, wieder da. Wir nähern uns hier dem Ende. Ja, verstehe. Thronsaal. Speichern wir nochmal. Kommt jetzt irgendwas mit Determination? So. Das hier ist der zweitepischste Kampf. Nee. Ja gut, von der Musik her ist ehrlich gesagt der epischste Kampf. Na gut. Ja gut, gucken wir mal. So. Ich glaube, wir werden dieser... Wobei, vielleicht kommen wir dieser Folge schon zum Spielabsturz hier. Es ist ein Sarg. Da ist ein Name drauf. Chera. Er ist leer. Okay. Keine Musik spielt hier mehr. So. Dann. Lernen wir uns also. Ich weiß nicht, wie lange die Folge jetzt wird mit dem Kampf gegen ihn. Oh, wir gehen von allein nach vorne. Oh, der Sound. Wunderschön. Dum-di-dum. Oh, ist da jemand? Ja, hier ist der pädophile Typ von hinten. Nur einen Moment. Ich habe ihn fast fertig damit, diese Blumen zu gießen. Oh, seine Stimme ist voll beruhigend. Hier sind wir. Die ist das genaue Gegenteil von Elfs Stimme, fällt mir gerade auf. Howdy. Wie kann ich... Oh, die Musik ist noch voll traurig. Ich würde so gerne sagen, möchtest du vielleicht eine Tasse Tee? Aber du weißt, wie es ist. Oh, das ist voll traurig. Mir gerade extrem leid. Ein schöner Tag heute, hä? Die Vögel singen, die Blumen blühen. Perfektes Wetter für ein bisschen Fangen spielen. Es macht einen extrem Sorge, gegen kämpfen zu müssen. Du weißt, was wir tun müssen. Wenn du bereit bist, dann komm in den nächsten Raum. Es ist ein Thron. Es ist ein anderer Thron, welcher mit einer weißen Decke becovert ist. Okay, ich cutte kurz. Weiter geht's, Leute. Wie intensiv. Einfach nur daran denken,
als würdest du den Zahnarzt besuchen. Oh Gott, mach es nicht noch schlimmer. Bist du bereit? Wenn du es nicht bist, verstehe ich. Ich bin auch nicht bereit. Dame Escor. Ach du Schande! Das ist das, was sich die meisten von euch jetzt denken, ich ja vorbereite. Das ist die Barriere. Es ist keine Wand. Es ist so ein krasser, unendlich langer Raum, den man durchschreiten kann, wie man will. Egal wie weit man kommt nicht ans Ende des Raumes an. Das ist die Barriere. Das ist die Barriere. Ich hab's doch schon gesagt. Das ist es, was uns alle gefangen hält im Untergrund. Wenn du irgendein unbeendetes Ding hast, bitte tu, was du tun musst. Machen weiter. Ich verstehe. Das ist es. Also. Armer Goat Daddy. Bereit. Das sind die verschiedenen Seelen. Und unsere Rote ist die einzigste, die fehlt. Ein seltsames Licht füllt den Raum. Zwielicht scheint durch die Barriere. Es sieht aus, als wäre deine Reise endlich zu Ende. Du bist gefüllt mit Entschlossenheit. Im Hintergrund habt ihr übrigens das Lied Berg im Rhythmus gehört, extrem episch. Mensch, es war schön, dich zu treffen. Tschüss. Jetzt. Stellen wir uns dem. Ich weiß nicht, wie lange der Kampf dauern wird. Escor attackiert. Dann zuerst mal müssen wir mit ihm reden. Du sagst Escor ganz leise, dass du nicht kämpfen willst. Seine Hände zittern für einen Moment. Oh Gott. Interessant, dafür, dass seine Hände zittern. Ach ja, übrigens, er hat den Mercy-Button zerschmettert. Nicht um uns zu symbolisieren, dass es hier kein Zurück gibt, sondern einfach nur, weil er, wenn der Mercy-Button da wäre, instant gelb wäre. Das sieht man hier schon an dem Rest. Also er würde sofort nicht mehr kämpfen wollen. Das ist auch eines der Gründe, warum er nach unten guckt. Nicht, weil er wütend ist oder sowas, sondern einfach nur, weil er einfach nicht kämpfen will. Und das ist, denke ich, das wirklich Emotionale an diesem Kampf hier. Eine Person hat es durch den Hack geschafft, den Mercy-Button wieder reinzutun. Er war wirklich direkt gelb. Keine Ahnung, ob es einfach ein Bug ist oder eine Lüge gewesen war. Aber es war so. Du erzählst Escor, dass du nicht kämpfen möchtest. Sein Atem wird für einen Moment unregelmäßiger. Oh Gott, das hier ist die Attacke, die ich bis jetzt nie ausweichen konnte. Hier habe ich immer einen Schaden genommen. Mindestens. Na gut, jetzt hier reden wir nochmal mit ihm. Sag's Escor, nett, dass du nicht kämpfen willst. Er scheint sich wieder gesammelt zu haben. Escors Attacke ging runter. Escors Defense ging runter. Und jetzt, Leute. Ach du, beginnen wir mit dem Kampf. Oh Gott, wie bin ich ihm ausgewichen? Wie bin ich ihm ausgewichen? Reden bringt jetzt nichts mehr. Jetzt müssen wir wirklich leider kämpfen. Und hier bringt es jetzt plötzlich doch was, dass die Temmie-Armor bei uns ist. Möge der Tem mit dir sein, sag ich dann nur. Möge Tem mit dir sein. Ich weiß nicht, wie groß meine Chancen jetzt sind mit der Tem-Armor. Das ist der erste Run, den ich jemals hatte, in dem ich sie mir holte. Ding, ding, ding. Ach ja, im Hintergrund hört ihr Escors Team extremst episch. Und das Lied ist es, denke ich, das dafür sorgt, dass der Kampf hier der epischste ist. In dem gesamten verdammten Spiel. Ach verdammt, ich muss mal einen Volltreffer landen. Und der Hintergrund vom Kampf auch. Och verdammt. Jetzt. Ah, fast. So. Bewegen, nicht bewegen. Bewegen. Dittet. So. Das ist hier wirklich tens. Jetzt hier. Och verdammt. Dang it. Ah! Ich schaffe es, keinen Volltreffer zu machen. Ich erinnere mich noch an den Genocide Run, wo ich da extremst gut drin war. Und, oh Gott. So, komm. Ja, ein Volltreffer. Der hat gemäddert, Leute. Der hat gemäddert. Ja, ihr merkt hier schon, das Enclosing Fire wird schneller. So, jetzt übrigens die Attacke von den Fans. So, nicht bewegen. Bewegen, nicht bewegen. Habe ich es geschafft? Ich habe es nicht gesehen, war zu schnell. Habe ich Leben verloren? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Egal. Oh Gott.
Ah, weil hier verliere ich immer Leben. Immer. Ich weiß nicht, wie ich das in der letzten Runde überleben konnte. Ich verstehe aber nicht, wie ich es vor allem im letzten Run ohne die Tem-Armor überlebt habe. So. Weil dies hier wirklich eines der größten Sachen im Spiel. Vor allem hier, wenn man aufnimmt, sein Run. Und da sowieso die ganze Zeit davor für mich hängt. Oh Gott! Nee. Hier sowieso ganz, die ganze Zeit der Vorwerfeffekt ist. Was passiert eigentlich, wenn wir ihm bewegen? Nicht bewegen? Okay. Was passiert, wenn wir ihm das Hardlocke zeigen? Weil das sollte er ja eigentlich. Jetzt! Oh Gott, nee! Wir haben jetzt ein von der Death schwächeres Item. Wo ist hier da die Time Armor? So. Ich hatte gedacht, da wird was anderes passieren. Oh Gott, wie soll man dem ausweichen? Na gut, egal. Jetzt ist nämlich die Halbzeit des Kampfes vorüber. Jetzt wird es extrem schwer. Wir haben wirklich Glück, dass wir die Tem-Armor dabei haben. So, komm, wer ist denn die Kiech? HP out gemaxt. Bewegen, ich bewege, ich bewege. Bewegen. Ach, dang it. So. Na gut, die schlimmsten Schäden tut hier aber wirklich die Armor für uns wegstecken. Oh. So, die schlimmsten wohlgemerkt. Ach du Schande, wie viel Schaden wir jetzt machen. Entweder wird es unsere Attacke, die mit der Länge des Kampfes zunimmt, oder es wird seine Defense, die mit der Zeit des Kampfes runtergeht. Sowas ähnliches haben wir auch bei der Undyne gemerkt. Bewegen. Nein, oh, dang it, einmal hat er mich bekommen. Bang! Gleich sollten wir Murder Damage des Todes machen. Also finalen Murder Damage des Todes. Ach du. Komm. Ja, Escort, Lowest HP. Jetzt sollte es eigentlich gewesen sein. Ja, das war's mit Escort. Ach. Also, das ist es, wie es ist. Ich erinnere mich an den Tag, nachdem mein Sohn starb. Der gesamte Untergrund hatte überhaupt keine Hoffnung mehr. Die Zukunft wurde mal wieder von uns genommen, von den Menschen. In einem kleinen Ansturm der Wut habe ich den Krieg erklärt. Ich habe gesagt, ich würde jeden Menschen zerstören, der hierher kommt. Ich würde deren Seelen benutzen, um gottartig zu werden. Und um uns von diesem schlimmen Gefängnis zu befreien. Dann würde ich die Menschheit vernichten. Und die Monster die Oberfläche regieren lassen. In Frieden. Früh kamen die neuen Hoffnungen der Menschen. Meine Frau, wie auch immer, wurde angeekelt mit meinen Aktionen. Sie hat diesen Ort verlassen. Und wurde nie wieder gesehen. Ja, ich glaube, wir müssen nicht erwähnen, dass Toriel ist. Um der Wahrheit zu sagen. Ich will keine Power. Ich will keine Macht. Ich möchte niemanden wehtun. Ich möchte einfach nur, dass jeder Hoffnung hat. Aber ich kann das hier nicht länger hinnehmen. Ich möchte einfach nur meine Frau sehen. Ich möchte mein Kind sehen. Bitte. Junge, dieser Krieg ist nun zu lang. Du hast die Kraft. Nimm meine Seele und verlasse diesen verfluchten Ort. Ja, und jetzt die Wahl, ob wir umbringen oder ob wir ihm Mercy geben. Es wird keinen Unterschied machen. Es wird jetzt hier im Verlauf des Story wirklich keinen Unterschied machen, aber wir geben Frieden, einfach nur, weil es zu Frisk passt. After alles. Nach allem. Was ich getan habe, um dir weh zu tun. Würdest du lieber hier unten bleiben und leiden, als glücklich an der Oberfläche zu leben? Mensch, ich verspreche dir, für so lange wie du hier bleibst, werden meine Frau und ich auf dich aufpassen, so gut wir können. Deine Frau hat dich verlassen. Wir können im Wohnzimmer sitzen und uns Geschichten erzählen. Karamellkuchen essen. Wir könnten wie ja eine Familie. Oh Gott, wir kennen die Attacke.
Das ist einfach nur grausam. Und jetzt, oh Gott. Damit wäre alle Hoffnung weg, die Barriere zu durchkreuzen. Du Idiot! Du hast dich eine Sache gelernt. In dieser Welt heißt es töten oder getötet werden. Oh Gott, das Gesicht. Das andere ist Startstream? Ja. Und da ist das Spiel jetzt ausgegangen. Komm, wir machen die Folge noch weiter. Und wenn es eine Stunde wird, das ist das Finale des Pacifist Runs. Das müssen wir machen. Oh, ich sollte hier vielleicht noch... So. Vor langer Zeit haben zwei Rassen die Erde beherrscht. Eines Tages sind sie alle oder in die Spur verschwunden. Oh, ich hab's verkackt. Flowey Level, also Liebe, 9999... Spielzeit 9999 Minuten und 99 Sekunden, was absolut falsch ist. Wobei, nee, das steht ja für die Minuten. Oh, I'm sorry, Leute. 9999 Stunden und 99 Minuten, was trotzdem falsch ist. Wir haben jetzt die Chance dazwischen zu restarten und weiterzumachen. Warte, können wir wirklich? Ich will kein Risiko eingehen. Was passiert, wenn wir restarten? Okay, wir können gar nicht restarten. Okay, dann weiter geht's. Continue. Wir sind in einem dunklen Raum, ich trinke gerade was. Jetzt kommt nämlich der schlimmste Feind des Spiels. Hey, übrigens, drei folgenden Endgegner repräsentieren alle die letzten Endgegner von der Earthbound-Reihe. Der erste Endgegner, Asgore jedenfalls, hatte versucht, die Welt zu, oder halt die Menschheit zu vernichten aus Rache. Das entspricht eigentlich dem Jiju aus Mother 1. Oh, wir können hier... Oh, was? Save? Hä? Pfeil gelöscht. jedenfalls, und jetzt hier, kommt hier der nächste Endboss. Der tut den Endgegner aus Mother 2 verkörpern. Nicht storytechnisch her, ihr seht gleich inwiefern... Howdy! Ich bin's, Flowey! Flowey die Blume, ich schulde dir einen großen Dank. Du hast wirklich eine Nummer abgezogen bei dem alten Idioten. Ohne dich wäre ich niemals an ihm vorbeigekommen. Aber nun, mit deiner Hilfe, ist er tot. Das Gesicht. Und ich hab die Seelen der Menschen. Oh Gott, das ist Albtraum und Gegner. Junge. Ich war so lange Zeit leer. Es fühlt sich großartig, wieder eine Seele in mir zu haben. Ich kann spüren, wie sie sich wehren. Oh, du fühlst dich ausgelassen, oder? Nun, das ist einfach nur perfekt. Schließlich habe ich nur 6 Seelen. Ich brauche immer noch eine weitere, bevor ich Gott werden kann. Und dann... Mit meiner neu gefundenen Power. Monster. Menschen. Das Gesicht, das ist das Frisk-Gesicht. Ach du Schande! Jeder! Ich werde Ihnen alle die wahre Bedeutung von dieser Welt zeigen. Das Gesicht gerade. Sieht das also, als würde das Spiel neu durchspielen. Oh, und vergesse darüber, in deine alte Safe-File zu flechten. Es ist für immer weg. Aber keine Sorge. Dein alter Freund Flowey hat einen Ersatz für dich gemacht. Ich werde deinen eigenen Tod überspeichern. So, dass du mir zugucken kannst, wie ich dich in blutige Teile zerschnipple. Immer und immer und immer wieder. Was? Du denkst wirklich, dass du mich aufhalten kannst? Nun, also eigentlich... Du bist wirklich ein Idiot! Ach du Schande. Die Stimme... Oh. Kommt jetzt nochmal hier Berg und Rückung? Nee, scheiße, macht so halb so episch. Und das hier... Er hat insofern einen Endboss von Mother 2. Geiges. Daran... dass das hier ein absolut verstörender Endgegner ist, der den ganzen verdammten Hintergrund einnimmt. So, und inwiefern der letzte Endgegner an Mother 3 erinnert, werden wir später herausfinden.
Das hier ist das sogenannte Photoshop-Flowey. Und ich kann euch nicht versprechen, dass ich diesen Kampf hier beim ersten Versuch überleben werde. Die Temmie-Armor nützt uns gar nichts mehr, weil wir sie hier bei Flowey's Spielstand überhaupt nicht haben. Ach gut, nein, bitte. Und das hier ist übrigens das genaue Gegenstück zum Kampf gegen Sans, weil Sans auf Plattformer basiert. Und das hier ist einfach nur eine hohle Balletel. So. Da, gut, wir sind schon bei der ersten Seele angekommen. Warnung, Warnung, Warnung. Oh Gott. Ich hab's doch schon gedrückt. Du hast um Hilfe gerufen. Komm. Bitte, bevor ich noch verrecke. Ah! Okay, die erste Seele haben wir schon mal hinter uns. Das ist die Mandage übrigens. Ach nee, das war das Schwert, das Spielzeug. Das Spielzeugmesser. Übrigens, jedes der Seelen hier resemblieren hier eines der, ach du Schande, wie schnell er mich jetzt schon Low AP gemacht hat. Resemblieren hier, wer ist es nochmal? Genau, jede Seele hier resemblieren eine. Ach verdammt, ich bin gestorben. Jetzt kann ich aber reden. Eine Waffe, die wir im Spiel gefunden haben, passend zu der dazugehörigen Verteidigungsoption. Dies ist alles nur ein schlechter Traum. Und du wirst niemals aufwachen! Das ist ein wundervoller Game Over Screen. Wartet, jetzt. Ja, jetzt wieder abgestürzt. Jedenfalls, hier passt alles zu einer Waffe. Oh, meine Katze neben mir schläft hier. Oh, wie süß, ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt gerade. Na gut, ich restarte kurz das Spiel und dann kämpfen wir weiter. Wir sind jetzt bei der Seele weitergekommen. Wir machen direkt bei der nächsten dann weiter. Also nicht bei der Katze, sondern das Spiel macht einfach dort weiter. Gott sei Dank, ansonsten hätte man überhaupt keine Chance, diesen Kampf zu schaffen. Also, ich zumindest nicht. Bis gleich. So, bevor es jetzt weitergeht, noch eine Sache, nämlich habt ihr ja die hohen Stats von dem Flowey gesehen, so vor allem dort die Spielzeit, 99 Minuten. 99 Minuten sind ja gar nicht möglich, wenn man hier nach der Stundenzählung geht. Das liegt daran, dass Flowey den Spielstand gehackt hat. Also, ja, das ist auch interessant, das hätten wir ja auch die ganze Zeit machen können, aber wir machen ja ein faires Let's Play. Der Flowey anscheinend nicht, der sitzt jetzt gerade wahrscheinlich hier so vor seinem Computer und eine Folge Undertale auf. Ja, heute töten wir... Egal, ich gehe schon zu tief in die Materie, sorry. Hast du wirklich gedacht, ich wäre damit gesättigt, dich nur einmal zu töten? Nun, also eigentlich... Ja, wartet, jetzt hat er sein eigenes Lachen dort. So, ach ja, achtet auf den Fernseher, der ist gruselig. Ich kann leider nicht auf ihn achten, ich muss das Internet noch mal angucken. Ja, wir haben diesen Teil dabei natürlich überlebt und diese Dinger ziehen sau viel Leben. Komm. Müssen wir, glaube ich, kämpfen, damit die Seele kommen kann, um uns zu helfen. Boah, ich muss mich konzentrieren. Ich kann nicht richtig reden. Sorry, Leute. Da, die nächste Seele. Thank goodness. Schau mal, die wird uns nicht allzu sehr zerficken. Da, hier, das sind die Tough Gloves. Also, dort diese 10 Handschuhe. Komm. Du hast für Hilfe gerufen. Okay, Gott sei Dank. Es hat aufgehört. So. Komm. Give me as much as life as possible. Oh. Also, man kann hier nur bis zu einer gewissen Anzahl an Leben auffüllen. Die Attacken hier vom Flowey werden... Ja, die werden von dem Moveset her extremer, aber der Schaden, den sie machen, der wird geringer. Habe ich das Gefühl. Also, so hatte ich das bis jetzt das Gefühl. Nachgewiesen durch das Video oder so habe ich das jetzt nicht. Da. Und der Abstand zwischen den Seelen wird auch immer geringer. Oh, wir müssen gar nicht mal kämpfen, um hier eine Seele zu holen. So, hier ist die Ballerina. Die Drag Queen unter den Seelen. Oh Gott. Ich sterbe hier noch, bevor ich das Act erreiche. Komm. Bitte. Nee, komm. Jetzt. So, ja. So, und jetzt auch schon auf. Wir können nämlich nur bis zu einer gewissen Anzahl an Leben auffüllen. Es kommt nicht darauf an, wie schnell wir die Leben holen. Und wenn wir da jetzt stundenlang sitzen und das und einfach nur Leben ziehen. Ah ja, ihr seht auch, wir machen kaum Schaden. So, hier. Das ist auch interessant. Das heißt, selbst wenn wir wollten, könnten wir jetzt gerade im Moment nicht kämpfen. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich habe eine Bad Tam. Ich sterbe jetzt gleich, wenn ich gleich... Ja. Aber wir sind jetzt bei der aktuellen Seele. Ich hatte kurz, bis das restartet ist. Bis gleich.
Boah, und hier der Text, der Flow ist ja einfach so vom Kampf genial. Also, bis gleich. Auch nur der Text, den kenne ich nicht. Armselig, nun wirst du wirklich sterben. Okay, ich weiß nicht, ob er uns jetzt nicht wieder weiterspielen lässt oder sowas. Also, ob wir das Spiel dann noch mal, also ob wir dann den Kampf noch von neu beginnen müssen oder sowas, das weiß ich nicht. Schon, das hat gerade eine Menge Damage gedealt. Nee, komm. Nee. Oh Gott. Ich habe damals immer übrigens gedacht, das wäre der schwierigste Kampf. Als ich dann gegen Sans kämpfte, wusste ich, wie sehr ich mich getäuscht habe. Gott sei Dank, die nächste Seele. Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei Seele 3 oder 4? Keine Ahnung. Ah. Ja, gefangen, Untergang, Tod, Destruction, Albtraum, Tod, Hass. Ja, hier seht ihr es. Und jetzt guckt, was ist jetzt? Du rufst um Hilfe. Ich habe keine Ahnung gerade zu, was das hier für eine Anspielung ist. Für etwas, so hier. Also, was für ein Item das ist. Fick. Aber wir sind jetzt hier auf jeden Fall, glaube ich, kurz davor, jedes der 6 Seelen zu haben, die er hatte. Glaube ich. Bin ich sicher. Hier das File Load und File Save. Das nervt extremst. Ja. Die grüne Seele. Wir sind kurz davor, ich merke es. Jetzt kommt hier das mit dem Stand Apron, oder? Ja, mit dem Grillen und dem Stand Apron, genau. Halt die Bratpfanne, der Koch. Jetzt lass mich nicht hier dran sterben, Spiel. Du rufst zu Hilfe. Bitte! Ich brauch die Hilfe bald. Ich sterbe. Das hat mich hier fast gekillt. Ich wäre jetzt fast bei dem Herz gestorben. So, und wir sind jetzt hier beim Vorletzten. Gleich kommt noch ein einziger. Komm, bitte. So, haben wir schon mal etwas Pre-Damage gemacht. Man merkt aber auch, dass die Attacken hier teilweise an manchen Stellen wirklich schon ausweichbar werden. Dann. Die gelbe Seele, ja. Das ist die letzte hier, die fehlt. Wundervoll, Leute, oder? Ich weiß. Da oben, Act. Bitte. Du hast für Hilfe gerufen. Komm, komm. Da. Da. Oh. Ja gut, jetzt müssen wir, glaube ich, eh nichts sammeln. Ja, jetzt bekommen wir was anderes. Oh, ich mag die Musik hier von einfach. Ich trinke gerade was. Die Seelen sind jetzt alle bei uns. Und das ist eines der schönsten Momente. So. Und das hier ist noch insofern eine Anspielung an den Geigerskampf, dass wir den Kampf allein nicht gewinnen müssen. Wir brauchen Hilfe. Bei Earthbound war es nämlich so, dass man, um Geigas besiegen zu können, beten musste, um genug Kraft zu bekommen, mehr Schaden zu machen. Ansonsten war Geigas nicht zu besiegen. Und genauso ist es hier jetzt auch. So. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Also bei Earthbound hätten wir es nicht gehabt. Hier haben wir sowieso keine andere Möglichkeit. Hier ist es ja Teil vom Kampf zu beten. An jeder anderen Stelle des Spiels war die Möglichkeit zu beten komplett nutzlos, da der Effekt davon absolut random war und sogar etwas Negatives bewirken konnte. So. Jedenfalls, und das ist, denke ich, das, was den Kampf von zwischen Geigers und Flowey noch mehr verbindet, als hier diese Tatsache, dass beide absolut verstörend sind und den kompletten Hintergrund einnehmen. So. Aber jeder Earthbound-Fan erkennt in diesem Kampf hier Geigers. Ach ja, außerdem wird Geiges und Flaue hier auch beides als gottgleiche Gestalten hier dargestellt. Aber er sieht, wie viel Schaden wir ihm jetzt machen, wo seine Defense runter ist. Ja, übrigens, jetzt wo wir auch wissen, dass hier alle Items zu einer Person gehören, also zu einer Person, die ja schon vor uns gegen Flaue und so kämpfte, kann ich euch noch eine andere Sache sagen.
Nämlich, sind die Orte, an denen die einzelnen Items sind, sind sie auch die Todesorte dieser verschiedenen Seelen, wo sie besiegt wurden. Nein! Nein! Ach ja, da oben das Gesicht übrigens, das ist extrem zerstörend, oder? Ja, ich weiß. Das kann nicht passieren! Du! Du! Das Trollface! Du Idiot! So, jetzt sind wir uns noch ein paar Mal und lädt ein paar Save-Files. Ich liebe das Spiel einfach, das ist so genial. Jetzt ist er seine unausweichliche Attacke. Ach, immer wenn wir versuchen rauszugehen und selbst zu töten, loadet die für Save-File. Das heißt, wir können jetzt. Ja. Hast du wirklich gedacht, du könntest mich besiegen? Ich bin der Gott dieser Welt. Und du? Du bist hoffnungslos. Hoffnungslos und alleine. Das ist richtig, oder? Oh, um Gott sei Dank, wie sein Gesicht. Das ist viel weniger verstört als das andere. Deine wertlosen Freunde können dich nicht mehr retten. Schrei für Hilfe. Ich bitte dich drum. Schrei in die Dunkelheit. Mami, Daddy, irgendjemand hilf mir. Das ist übrigens, glaube ich, wieder eine Anspielung auf Earthbound. Ich weiß nicht, was war. Guck, was es dir antut. Okay, dann. Du rufst für Hilfe. Aber niemand kam. Ja, nobody came. Darum kümmern wir uns noch demnächst etwas mehr über diese Aussage. Junge, was für eine Schande. Niemand anderes wird dir sterben sehen. Jetzt kommt wahrscheinlich Toriel von rechts und tötet ihn. Was? Nee, es wird anders, ihr wisst es schon. Wie hast du? Nun, ich werde einfach nur... Load failed. Er hat nicht mehr genug Determination dafür. Tja, deine Determination ist alle. Wo sind meine Kräfte? Ja. Die Seelen. Ach ja, übrigens, das bin ich gerade nicht wundern. Nein! Nein! Okay, da kann ich nicht mehr mithalten, sorry. Das kann nicht sein! Ihr solltet mir gehorchen! Stopp! Hört auf! Stopp! Okay, der Kampf ist zu Ende. Gott sei Dank, das war vielleicht ein Kampf. Oh Gott, wie der aussieht. Dann, wir verschonen ihn. Was tust du? Du denkst wirklich, ich hätte irgendetwas davon gelernt? Nein. Wir könnten jetzt auch töten, aber... Ne, das tue ich mal nicht. Mich zu verschonen bringt überhaupt nichts. Töten ist die einzige Möglichkeit, das zu beenden. Das Gesicht dort. Wenn du mich leben lässt, werde ich zurückkommen. Ich werde dich töten. Ich werde alle töten. Ich werde jeden töten, den du liebst. Warum? Warum bist du so nett zu mir? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Chloe ist weggerannt. Das ist die witzigste Aussage im kompletten Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie man sich das vorstellen muss. Es gibt dazu einen interessanten Comic, wo ihm dann so Metatonnenbeine wachsen. Er so, oh yes, schreit und dann wegrennt. Aber das ist, denke ich, wahrscheinlich ja, wie es aussehen sollte. Na gut, egal. So. Dann, oh, das hat hier wirklich eine Stunde gedauert, krass. Na gut, jetzt kommt noch hier ein gewisser Anruf. So, von Toby Fox. Oh yeah. Tammy Chang. Ja, ihr wisst jetzt, auf wen Tammy angelehnt ist. Dort auch das Design von Tammy ist auch ein Bild von einer Kollegin, welche mit dem Bild die innere Persönlichkeit von Tammy beschreiben sollte. Also, ich will mal gar nicht wissen, wie die Tammy so in ihrem Privatleben ist.
So, und jetzt bekommen wir noch einen Anruf, den Neutral Ending Anruf, der bei jedem Neutral Ending anders ist. Das hier ist das Near True Pacifist Ending. Wir bekommen beim True Pacifist überhaupt keinen Anruf mehr, das ist komplett anders. Und wenn wir jemanden getötet hätten, würde der variieren. Und wenn wir den True Pacifist Mode machen möchten, also den True Pacifist Run, müssten wir das komplette Spiel von neu starten. Und müssten das machen, ohne jemanden zu töten, und dann erst geht's. Aber da wir niemanden getötet haben, können wir nachher einfach unsere Save-File loaden, die wieder da ist. Und dann können wir das bessere Ende bringen, indem wir noch etwas anders machen. Ring! Ring! Geht ran, du Idiot! Hey, ja. Ist irgendwer da? Nun, ich rufe ja nur an, um was zu sagen. Du hast deinen Schneemann extremst glücklich gemacht. Das passiert, wenn wir der Snow and Pies nicht essen und es jetzt im Inventar haben. Ich glaube, ich soll doch noch was anderes sagen. So, es hat eine Weile gedauert. Die Königin ist zurückgekommen und regiert nun den Untergrund. Sie hat eine neue Politik reingemacht. Alle Menschen, welche runterfallen, werden nicht als Gegner behandelt, aber als Freunde. Das ist vielleicht am besten so nebenbei. Es gibt übrigens noch ein Ending, so ganz witzig, da bildet sich eine Revolution gegen Toril und sie wird auch wieder gestürzt und zieht sich zusammen mit Sansa wieder in Ruinen zurück. Die Menschenseelen, die der König zusammenbekommen haben, scheinen verschwunden zu sein. So, der Plan passiert in nächster Zeit nicht. Aber selbst wenn den Leuten das Herz gebrochen ist über den König und die Sachen schlecht aussehen für unsere Freiheit, versucht die Königin nicht die Hoffnung für uns aufzugeben. So, hey. Wir geben Hund nicht auf. Gib du auch nicht auf, wo auch immer du bist, okay? Übrigens ist nicht bekannt, wie Frisk ohne die Seele von Asgore die Barriere durchkreuzt hat, durchwandert hat, deshalb. Das ist vielleicht hier so ein kleines Plothole. Ich weiß nicht, hätte Toby Fox sich mehr Mühe geben können. Wer weiß, wie lange es dauern wird. Aber wir werden hier rauskommen. Na gut, vielleicht lege ich es auch einfach nur an Frisk Determination, keine Ahnung. Sans, mit wem redest du? Oh, niemanden. Was? Niemanden? Kann ich auch mit ihm reden? Hier. Knock dich selbst aus. Warte eine Sekunde. Ich erinnere mich an diese Nummer. Aufmerksamkeit, Mensch. Ich, der große Papyrus, bin nun Captain der königlichen Garde. Oh. Ah ja, übrigens, interessanterweise ist das hier das beste Ending für Papyrus. Wobei, nee, es gibt noch ein Ending, da wird er König, wenn alle außer er tot sind. Sans wird sowieso nicht König, weil er das nicht möchte, er seiner Meinung nach nicht geeignet ist. Und ja, da ist Papyrus dann König, macht und wacht für alle Puzzles und wer ist es nochmal hier, Spaghetti, ein extrem witziges Ende. Oh, und Sans hat ihm übrigens erklärt, dass die anderen Leute, die wir alle getötet hätten, auf einem Urlaub sind. Das ist alles, wovon ich jemals geträumt habe. Mit Ausnahme natürlich vom Kämpfen. Wir begießen Blumen. Oh, das ist ein wenig anders. Und wir helfen Dr. Elvis mit ihren Forschungen. Sie findet einen Weg, um uns herauszubekommen. Andein hilft ebenfalls. Auch, wenn ich ehrlich sein sollte, ihre Methode zu helfen, sieht ein wenig expositionseinschließend aus. Aber ich denke, dass Elvis es mag, sie herumzuhaben. Oh oh. Hey, was machst du, Punk? Bitte, bitte, gibt es. Nugi, was ist das nochmal? Wenn man da seinen Knöchel an den Kopf einer Person reibt, nennt man das Nugi. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Bitte, Nugi, nicht das Telefon. Hey, wer ist denn hier? Ich. Oh, ja, yeah, das ist richtig. Ich habe meinen Job als Anführer der königlichen Garde gekündigt. Also, ehrlich gesagt, jetzt so will ich mehr kämpfen. Ist die Royal Guard komplett aufgelöst? Da ist nur noch ein Member. Okay, Papyrus ist der Captain der königlichen Garde und er ist das einzigste Mitglied. Du hast eine steile Karriere, Papyrus. Glückwunsch. Aber er ist extremst gut. Ja, er ist. Komm schon. Bitte, Nugi nicht das Skelett. Nimm bei. Nun arbeite ich als Elfes Laborassistent.
Wir werden einen Weg finden, aus diesem dummen Ding ein für alle Mal rauszukommen. Oh, ja. Ich bin übrigens auch der Sporttrainer der neuen Schule der Königin. Weißt du was? Ich kann 7 Kinder heben. Awesome, oder? Hey. Es tut mir leid darüber, was mit Asgore passiert wäre. Hätten wir uns nicht mit Undyne befreundet, hätte sie übrigens uns die Schuld dafür gegeben, dass wir Asgore getötet haben. Also nicht, dass wir ihn getötet haben, sondern dass er tot ist. Du hast einfach nur getan, was du tun musstest. Es ist nicht deine Schuld, dass er... Ah, verdammt. Ich vermisse diesen großen Typen. Komm schon, Undyne. Komm, wach auf. Ich denke, ich erzähle dir, wie es geht. Nun, sie ist genauso wie immer. Vielleicht ein bisschen verschlossen als normal. Sieht aus, als würde sie etwas sie wirklich stören. Ja, um die Elfes und ein wenig auch um Gesta geht es jetzt auch, wenn wir jetzt nochmal den True Pacifist Run machen. Denn jetzt sind wir offiziell aus dem YouTube raus, sobald wir das Spiel das nächste Mal neu starten und können den True Pacifist beginnen. Aber sie kommt schon da durch. Ich werde sie unterstützen. Das ist, wofür Freunde da sind, oder? Hä? Ich dachte, um deine Freunde zu ver... Egal. Ja. Hey. Wo auch immer du bist. Ich hoffe, es ist besser als hier. Es hat eine Menge an Opfern gebracht, um dich dorthin zu bringen. Also, wo auch immer du bist. Du musst versuchen, glücklich zu sein, okay? Für unsere... genau, für uns. Wir würden uns ein bisschen besser fühlen, wenn wir wüssten, dass es das Ärger wert war. Wir sind alle mit dir. Jeder ist es. Selbst die Königin. Hey, warte eine Sekunde. Duriel, Duriel! Möchtest du... Oh, hey, sie hatte gesagt, sie ist beschäftigt. Aber wenn sie wüsste, mit wem wir reden. Wir würden das Telefon nicht in der nächsten Stunde zurück... Nee, wir würden das Telefon nicht in den nächsten paar Stunden zurückbekommen. Wir haben die Gnade, dich von jetzt verschonen. Aber ruf irgendwann wieder an, okay? Wir würden es lieben, mit dir zu reden. Oh, ups. Das Ding hat beinahe keine Batterien mehr. Also, ich hasse es, das jetzt kurz zu fassen, aber... Wir sehen uns, okay, Kumpel? Bye, bye, für jetzt. Sehr Punk. Klick. Ja, der Sense weiß ja bestimmt schon, dass wir zurückkommen und alles in Ordnung bringen. Und ja. Oh, hier kommt doch ein Flowey. Genau, stimmt. Wieso? Wieso hast du mich überleben lassen? Hast du nicht realisiert, dass Nettsein dir einfach nur wehtut? Guck dich an. Du hast all diese großartigen Freunde bekommen, aber jetzt wirst du sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Und man braucht gar nicht erst erwähnen, wie sehr sie durch dich gekränkt sind. Schmerz, oder? Wenn du einfach nur durchgegangen wärst, ohne dich um irgendjemanden zu töten, würdest du dich jetzt nicht so schlecht fühlen müssen. Ich verstehe es nicht. Wenn du alles auf die richtige Art getan hast, warum enden die Dinge immer noch so? Warum? Ist das Leben wirklich so unfair? Sag, was würde ich dir sagen würde, dass ich einen Weg finde kenne für ein besseres Ende? Du müsstest nur deine Save-File laden und nun in der Zwischenzeit, wieso gehst du nicht mal dich um Dr. Elvis kümmern? Ja, hätten wir jetzt irgendjemanden den Run getötet, hätte sie gesagt. Ja, wieso spielst du das Spiel nicht nochmal durch, nur diesmal ohne wen zu töten? Und dann hätten wir damit den True Pacifist Run machen können. Aber das hier hat uns jetzt eine ganze Zeit erspart. Es sieht aus, als könntet ihr bessere Freunde sein. Wer weiß, vielleicht hat sie den Schlüssel zu deinem Glück. Seh dich bald. So viel zu dieser Folge. Und würden wir jetzt weitermachen, wären wir dann offiziell am True Pacifist Run, Leute. Und den machen wir auch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.